Deshalb ermahne ich alle meine Mitarbeiter, alle Männer und Frauen, die der wahren Botschaft der Humanitätsfront dienen, dasselbe zu tun. ISS, wenn du das hier siehst, ich flehe dich an. Lass nicht zu, dass falscher Zorn alles zerstört, wofür wir gekämpft haben. Das war's. Er weiß, dass ich nicht umkehren kann. Alle wissen es, Sandoval. Sie können nicht leugnen, was Sie getan haben. Was ich getan habe, Mr. Jensen? Ich habe jahrelang Leute mit verpfuschten Augmentierungen und implantatbedingten Organabstoßungen wieder zusammengeflickt. Und jetzt werde ich wegen Bills Verrat nie mehr als Arzt praktizieren. Wollen Sie wirklich jemandem helfen? Dann sagen Sie mir, wo Seraphs Wissenschaftler sind. Ich wünschte, das könnte ich, Mr. Jensen. Aber nach der gescheiterten Entfernung Ihrer GPLs war ich aus der Sache raus. Sie haben versagt. Ich war offensichtlich nicht gut genug, um David Seraphs Rückversicherungen zu umgehen. Soweit ich weiß, senden diese kleinen Implantate auf einer Frequenz, die so tief ist, dass Ihre Netzwerkexperten sie nicht suchen würden. Sie haben die Frequenzen geändert. Sie haben Ihre Antworten, Mr. Jensen. Und ich habe meine verloren. Die Gerichte werden mich verurteilen, aber ich muss mich vor einem höheren Gericht verantworten. Wie wäre es, wenn ich diese Waffe mitnehme, wenn ich gehe? Sie haben alles, weswegen Sie gekommen sind. Bitte, gehen Sie einfach. Es wäre mir lieber, wenn Sie keinen Selbstmord begehen. Aber nur, weil Sie keine Ahnung haben, welche Qualen ich ertragen musste. Die Schuld, die Scham. Mir wurde gesagt, die Wissenschaftler würden dazu dienen, eine friedliche Lösung der Augmentierungskrise zu finden. Stattdessen war ich an Entführung und Mord beteiligt. Mein Leben war in jener Nacht zu Ende. Es ist Zeit für mich zu gehen. Denken Sie nach. Haben Sie es wirklich so eilig, vors oberste Gericht zu treten? Wenigstens gibt es vor Gott keine Lügen. Haben Sie diese widerwärtige Pressekonferenz gesehen? William Taggart hätte mir fast auch noch Terrorismus vorgeworfen. Er hat behauptet, dass alle Gewaltakte, die im Namen unserer Sache verübt wurden, ein Ergebnis meines Einflusses gewesen seien. Dann sollten Sie lange genug am Leben bleiben, um Ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Er weiß bereits, dass es nicht wahr ist. Ich habe dem Mann vertraut, ihm jahrelang loyal gedient und er hat mich hintergangen. Er hat meine Freiheit und meinen guten Namen geopfert, um den Ruf seiner Organisation zu retten. Es ist sinnlos, ihn zu bekämpfen. Er würde doch nur wieder alles verdrehen. Wenn ich sterbe, kann er mich wenigstens nicht mehr benutzen. Ich verstehe Ihre Lage besser, als Sie glauben. Ich habe die Truppe verlassen, weil ich nicht ertragen konnte, was die höheren Ränge damit machten. Aber Sie haben der Presse erzählt, ich sei die ganze Zeit das Problem gewesen. Macht opfert immer die unteren Chargen, um sich selbst zu retten. Aber ich gebe Ihnen mein Wort, Sie können das durchstehen. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Mr. Jensen. Und die Erinnerung daran, dass andere Ähnliches durchgemacht haben, kann hilfreich sein. Aber reicht das aus? Es reichte nicht aus, ein Arzt zu sein oder die Infektion mit der Humanitätsfront an ihrer Quelle zu bekämpfen. Ich musste mehr tun, um den Menschen zu helfen. Und dabei bin ich zu weit gegangen. Was hätte ich sonst tun sollen? Wie lebt man in einer Welt, in der man ständig von Leid umgeben ist? Oder bin ich der Einzige, der das so empfindet? Ich verstehe schon. Sie machen sich zu viel Sorgen. Ich kenne das. Nur zu gut, weil ich es auch erlebt habe. Sie wollen immer alles sofort in Ordnung bringen. Und dieser Wunsch ist so groß, dass Sie es übertreiben. Glauben Sie mir, wenn Sie sich zuerst um kleinere Probleme kümmern, sehen die großen Brocken nicht mehr ganz so groß aus. Das höre ich nicht zum ersten Mal.
Aber von jemandem wie ihm hat das irgendwie mehr Gewicht. Ein toller Arzt bin ich geworden. Und ein toller Katholik. Ich habe an der Planung und Durchführung einer Entführung mitgewirkt, die zum Tod unschuldiger Passanten geführt hat. Ich bin ein Massenmörder. Meine Frau, ich verdiene sie nicht. Sie zu verlieren ist eine gerechte Strafe, aber ich bin nicht Manns genug, um das zu akzeptieren. Wir haben alle Probleme, Sandoval. Wir alle haben etwas wieder gut zu machen. Sie, ich, sogar Taggart. Ihre Frau wird das verstehen, genau wie der Rest ihrer Familie. Ihnen allen wäre es lieber, wenn Sie leben und für Ihre Taten büßen, statt in Schande zu sterben. Was auch immer vor Ihnen liegt, Sie sind dabei nicht allein. Ich wünschte, ich hätte Ihre Bestimmtheit, Mr. Jensen. Aber Sie haben recht. Meiner Familie zuliebe muss ich es weiterhin versuchen. Nehmen Sie die Waffe. Ich brauche sie nicht mehr. Pritchard, hören Sie. Die GPLs senden noch. Sandoval hat sie auf eine niedrigere Frequenz umgestellt. Aber selbst wenn sie noch senden, können sie überall auf der Welt sein. Ich habe nicht die nötige Ausrüstung, um sie aufzuspüren. Das ist unsere einzige Spur, Pritchard. Sie müssen etwas unternehmen. Ich weiß. Hören Sie. Der Straßenzugang ist wegen des Aufstands immer noch blockiert. Gehen Sie zurück in Ihr Apartment, dann fliegt Malik Sie rüber. Bis Sie eintreffen, ist mir bestimmt schon was eingefallen. Oh Gott, der war's knapp. Oh, ey, mein Herz hat geklopft. Ich wollte nicht, dass der Typ verreckt. Also beim ersten Mal schon nicht geschafft. Oh, ey. Das ist ein Arschloch. Ach, aber zum Glück habe ich die Augmentierung vorgenommen, damit ich sehe, wie ich ihn beeinflussen kann. Das hat ja ganz gut funktioniert. Ach, Mann, ey. Na gut. Wenigstens haben wir ein Gespräch beenden können. Nicht so wie die anderen bisherigen, die wir alle relativ zu unserem Nachteil ja, beendet haben. Kombinieren mit Munitionskapazität. Ah ja. Sturmgewehr ist immer gut. So, dann also zurück zu meinem Apartment. Na gut. Dann hacke ich mich hier mal rein. Also ich als Stufe 1 war das ja winzig. Oh, niedlich. Das ist ja wirklich niedlich. Zugriff gewinnt. Süß. Hallo. So. Ist der vergaste Abschnitt? Nee, doch nicht. Sah gerade zu grün aus, dass ich dachte, das ist ja hier vergast, aber ist es tatsächlich gar nicht. Waffe wegstecken, brauche ich hier nicht. Das ist übrigens 3 Meter hochspringen. Damit komme ich über alle Zäune, aber Feuer macht mir trotzdem was aus. Welch heißen Feuer, Alter, was soll das? Ja, zu meinem Apartment also. Zack. Und zack. Ich sollte zum Flugplatz, damit Malik mich wegfliegen kann. Also muss ich noch weiter mit dem Fahrstuhl fahren. Na gut. Übrigens, da ist jetzt das Lautloszeichen eingeblendet. In diesem komischen Viereck da. Bedeutet, dass wir lautlos laufen können. Hallo. 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 Ich wette, der Putzmann ist der gefälligste von allen. Das ist so ein Super Mega Soldier, der aber verdeckt arbeitet.
nicht erkannt werden will. Melik, mach hinne! Komm schon, Melik. Das geht auch schneller. Gute Detektivarbeit, Jensen. Zurück zur Zentrale? Jo, bereit. Ja, hoffentlich hat Bridget diese Frequenz gefunden. Sie sagen es. Und Abflug. Es sah ihm fast aus, als würde Melik in dieses Hochhaus reinfliegen. Ja, das fände ich ganz günstig. Frag mich nur, warum die Flammen blau sind. Oder besser gesagt, die Turbinen. Hey, ich habe eine Nachricht für Sie, Jensen. Von Pritchard. Er sagt, dass er nicht im Büro ist. Toll. Und was genau soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, Sie sollen sich beim Boss melden. Okay, dann melde ich mich beim Boss. Scheint ja nicht anders zu gehen. Klick, klick. Oh, und klick, klick. Das sieht schon nett aus, aber die Grafik ist irgendwie, naja. Was ist das? Seraph? David ist gerade kurz weg, Mr. Jensen. Aber kommen Sie doch rein. Ich hatte gehofft, Sie endlich kennenzulernen. Mr. Darrow, ich bin überrascht, dass Sie wissen, wer ich bin. David spricht in den höchsten Tönen von Ihnen. Er sagt, Sie sind bei der Detektivarbeit wie ein Hund mit einem Knochen. Haben Sie Ihre Wissenschaftler schon gefunden? Was hat er Ihnen noch erzählt? Im Laufe der Jahre? Sehr viel. Heute bin ich aber als Freund und Wissenschaftlerkollege hier. Es wird da draußen ziemlich turbulent, finden Sie nicht auch? So viele Leute, berauscht von der Revolution. Die Vereinten Nationen werden gedrängt einzugreifen. Und das alles nur wegen meiner Technologie. Seit damals haben sich die Dinge verändert. Ja, nicht wahr? Und mein alter Freund David möchte jetzt, dass ich uns ins gelobte Land führe. Er hat mich gebeten, UN-Vertreter nach Banshire einzuladen, um sie zu überzeugen, dass eine Regulierung der Industrie unnötig ist. Ihr Geoengineering-Projekt im Arktischen Ozean? Die Anlage hätte ohne die Hilfe augmentierter Arbeiter niemals errichtet werden können. Und wenn sie fertig ist, wird mein kleines Loch im Meer die globale Erwärmung stoppen. Ein perfektes Vorzeigeobjekt, finden Sie nicht? Wenn's funktioniert? Sie meinen, wenn es uns nicht alle umbringt. Adam? Sie sind zurück. Kann ich Sie draußen sprechen? Gehen Sie zum Helipad. Sie fliegen zurück nach Hengsha. Frank hat eines der GPLs aufgespürt. Nur eines ist es... Sevchenkos. Aber Adam, wir mussten dafür einen Gefallen beim Verteidigungsministerium einfordern. Das bedeutet, dass die Verschwörer vermutlich wissen, dass ich komme. Okay. Dann werden wir nochmal sehen, was wir so in Hengsha jetzt noch reisen können. So. Ich kann schon mal vorwegnehmen. Das war das letzte Mal, dass wir Detroit sehen. Denn das Spiel ist bald vorbei. Aber keine Sorge. Noch ist nicht aller Tage Abend. Noch sind wir nicht erledigt. Ja. Wie auch immer. Jetzt geht's erstmal los zu... Wie heißt er auch gleich wieder? Ich vergesse ihren Namen immer. Dingenskirchen hier. Zu der Frau. Der Boss sagt, wir fliegen wieder nach Hengsha?
Pritchard hat Sevchenkos GPL-Signal geortet. Wenn er lebt, gibt's eine Chance, dass die anderen auch noch leben. Aber keine besonders große, Jensen. Wir arbeiten schon die ganze Zeit mit minimalen Chancen. Wie Sie meinen. Kann's losgehen? Right. Was du heute kannst besorgen. Aufbruch. Dann springen Sie rein. Das verschiebe stets auf morgen. Jetzt geht's also zurück nach Hengshaw. Na gut, meinetwegen. Die Reno-Hauptpanzerung erhöht ihre Schadenresistenz nach dem entsprechenden Upgrade. Yeah. Schlechte News, Spyboy. Spyboy. Die Flugsicherung von Hengshaw hat eben unsere Freigabe widerrufen. Wir werden umgeleitet. Das gefällt mir nicht. Ignorieren können sie die wohl nicht einfach. Tolle Idee. Die chinesische Regierung. Ich muss mich fügen. Bravo Echo Echo 008. Fliege zu vorgegebenen Koordinaten. Oh. Nicht gut. Scheiße! Wir haben eine Boden-Luft-Rakete am Arsch! Alle Systeme ausgefallen! Festhalten! Könnte häufig werden! Malik, wir haben Besuch. Ich weiß, aber der Vogel wurde beschädigt. Ich muss ihn flicken, bevor es wieder losgehen kann. Ich gebe Ihnen dabei Deckung. Negativ. Sie müssen hier weg und Dr. Sevchenko finden. Ich schaff das schon. Sie sitzen auf dem Präsentierteller. Kann schon sein. Aber das ist Ihre beste Chance, unbemerkt zu entkommen. Und das wissen Sie. Also verschwinden Sie, Jensen. Vergiss es. Lass dich hier nicht allein.